Thank you.
Wie ein Greifvogel sich in seinen Horst krallt, so klammert sich auch Razatan an den höchsten Gipfel Tavnirs. Von dort starrt er hinab, jener Wächter mit der Götter wahrem Blick. Man sagt, er lüfte jede Tücke Schleier. Schreitet man durch die steinernen Pforten, so spürt man ihn auf sich. Heiß wie die Winde der Insel selbst brennt er sich in die Seele. Die Stimmen der Marktschreier mischen sich mit den Klängen der Zimbel, untermalt von Räucherwerk und Ofenduft. Und letztlich lockt das schwindelerregende Farbspiel magischer Gassen die bereits betörten Sinne. Doch was sieht der wahre Blick nun in jenen bangen Stunden? Dies ist der Megaduta-Tempel, die Residenz unseres verehrten Magistrats. Ich würde euch gerne eine angemessene Rundführung bieten. Es ist ein beeindruckender Ort. Aber angesichts der Umstände... Ist schon gut. Das Bestaunen der Sehenswürdigkeiten heben wir uns für später auf. Ich danke für euer Verständnis. Nun denn. Eure Exzellenz, die Gäste. Ah, es freut mich, dass ihr so rasch kommen konntet. Gestatten, mein Name lautet Ahevan. Ich bin der Magistrat Razatans. Die Alchemisten von Demirs Werk berichteten mir bereits von eurer tatkräftigen Hilfe bei der Schaffung des Seelenwächters. Ein wahrhaftiger Hoffnungsschimmer. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Es geht um Nidana, nicht wahr? Mir wurde eben davon berichtet. Ihre Kollegen haben mich gebeten, in ihrem Sinne zu handeln und die Seelenwächter umfassend zum Einsatz zu bringen. Nur so wird es uns möglich sein, sie und ihre Leidensgenossen zu retten. Und genau das ist der Punkt, den ich mit euch besprechen möchte. Bitte, setzt euch doch. Dies ist keine Angelegenheit, die man stehend diskutieren sollte. Wartet. Dachtet ihr wirklich, wir würden auf eine derartige Täuschung hereinfallen? Es ist an der Zeit, den Vorhang zu lüften. Meint ihr nicht auch? Ich bin mir nicht sicher, was ihr meint. Oh, vermutlich seid ihr pompösere Audienzen gewohnt.
Gerne hätte ich eure Ankunft mit Tanz und Musik gewürdigt, doch angesichts... Nein, ihr habt völlig recht. Verzeiht mir das Gaukelspiel. Es bedarf hier keines Vorhangs. Wie ihr wünscht. Ihr weist euch als Verbündete von Baldesions Gelehrten aus. Doch steht nun nicht der Bund der Morgenröte vor mir? Euer Ruf eilt euch voraus, selbst bis nach Tavner. Gestatten, Vritra. Seit Urzeiten nenne ich diese Insel meine Heimat. Vritra, Bruder Resvelgas und Nitox. Einer der 7 hohen Drachen höchst selbst. Und Sohn des Midgard-Sommer fürwahr. Ich entstieg meinem Ei als Letzter, als meine Geschwister bereits ihre Schwingen entfaltet hatten. Somit bin ich der Jüngste. Unglaublich. Es gab ja Gerüchte, dass der Magistrat einen Drachen an seiner Seite hat. Aber dass es gleich ein hoher Drache ist... Auch das entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Erlaubt mir, euch die Geschichte Razzatans zu erzählen. Vor Urzeiten lebte der ehrenwerte Vritra allein auf eben jenem Gipfel, auf dem Razzatan gebaut ist. Als die Ahnen der Matanga Fuß auf diese Insel setzten, ließen sie sich zwar nieder und blieben, drangen aber niemals in das Nest des Hohen Drachen ein. Die Aura, die wenig später folgten, verbündeten sich mit den Akasodara und taten es ihnen gleich. Auch sie begannen, dem Hohen Drachen ihren Respekt zu erweisen. So knüpften meine Ahnen ein enges Band der Harmonie mit dem ehrenwerten Vritra. Doch dann setzten die Churan vom Festland über und alles änderte sich. Als das Blut zu fließen begann, schritt Vritra ein. Unter seiner Führung wurde ein Friedensabkommen geschlossen, geschworen auf den Hohen Drachen höchst selbst. Dies ist der Grundstein, auf dem Razzatan gebaut ist. Das Land des Drachen. Der eigentliche Magistrat ist also Vritra selbst? Ganz recht. Meine Familie steht seit Generationen in seinen Diensten, das Scheinamt bekleidend. Kaum ein Geschöpf ist mächtiger als ein Drache. Und wo Macht weilt, dort wird Blut vergossen. Doch es soll nicht meine Flamme sein, in der dieses Land vergeht. So bat ich die Gründer von einst, einen Schleier über die Wahrheit zu legen. Euch fehlt ein Auge? Es fehlt nicht. Es wohnt allein diesem Körper inne. Eine Marionette, geboren aus Razzatans feinster Handwerkskunst. Verschmolzen mit meinem Auge fungiert sie als mein zweites Ich. Ah, deswegen spürte ich also die Anwesenheit eines Drachen, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. Euer Scharfsinn ehrt euch. Die Bauweise der Marionette selbst ist darauf ausgelegt, meine Präsenz zu verschleiern. Aber es sollte mich auch nicht verwundern.
Ihr wart lange eins mit meinem Bruder, Estinien vom Drachenblut. Wir beide waren uns der Wahrheit von Beginn an gewahr. Und doch begegneten wir einander weder mit Fang noch mit Klaue. Dies soll uns als Grundlage gereichen. Und nun, da alle Wahrheiten offenbart sind, will ich euch einen Handel anbieten. Nicht als hoher Drache, sondern als Magistrat Ratsatans. Wir gedenken, die Seelenwächter so rasch wie möglich zum Einsatz zu bringen, um den Turm von Sott zu erkunden und bestenfalls sogleich einzunehmen. Doch selbst wenn uns die Talismane ausreichend Schutz verleihen, vermag nur eine begrenzte Zahl an Soldaten ins Innere des Turmes zu dringen. Das ist der Enge der Räumlichkeiten geschuldet. Demnach gedenkt ihr, einen kleinen Trupp aus den fähigsten Streitern zu entsenden? In der Tat. Unser Himmelsheer ist stolz auf die Künste seiner Krieger. Doch für sie ist dies unbekanntes Terrain. Und gerade jetzt gilt es, jegliches unnötige Wagnis zu vermeiden. Ich bin mir eurer Taten bewusst. Ihr habt schon gegen unzählige Primae den Sieg errungen. Erst kürzlich zwangt ihr die falschen Götzen von Pageltan und der Karte Noah Heide in die Knie, nicht wahr? Es sind jene Siege und mein ganz eigener Eindruck, den ich mir als Varshan von euch machen durfte, der mich nun diese Bitte an euch richten lässt. Führt jene Expedition an. Selbstredend werde ich euch zu diesem Zweck Seelenwächter zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sollt ihr weitere Talismane erhalten, die ihr dort einsetzen könnt, wo sie euch am nützlichsten erscheinen. Das wird nicht ungefährlich, aber das Angebot ist zu gut, um es auszuschlagen. Es wäre im Kampf gegen die Türme und die dunklen Primae von enormem Vorteil, wenn wir die Stadtstaaten und Völker mit Seelenwächtern ausstatten könnten. Trotzdem, nur zu viert will ich diese Sache eigentlich nicht angehen. Haben wir Zeit, vorerst zurückzukehren und uns mit dem Rest des Bundes zu besprechen? Nur zu? Ich bin mir bewusst, um welch eminenten Gefallen ich euch bitte. Nehmt euch Zeit. Diese Entscheidung sollte nicht leichtsinnig getroffen werden. Und uns gibt es Gelegenheit, weitere Seelenwächter zu fertigen. Zurück nach Al-Shalayan also. Auf eure Hilfe dürfen wir etwa nicht zählen? Eure Worte haben mir bewiesen, dass euch das Wohl der Bevölkerung am Herzen liegt. Aber abgesehen davon, ich könnte doch ein Angebot des Magistrats von Ratsatan niemals ausschlagen. Ich stehe wahrhaftig in eurer Schuld.
faszinierend, dass Tavnir ein derartiges Geheimnis hütet. Wenn das so ist, sollte unsere oberste Priorität Vitras Bitte und damit der Turm von Sott werden. Das halte ich für vernünftig. Mir lassen die Motive des Rates zwar keine Ruhe, aber ich denke, dass es hier vorerst nichts mehr aufzudecken gibt. Wenn wir uns noch einmal unlauteren Zugang verschaffen, verweisen sie uns höchstwahrscheinlich des Landes. Matoya kann uns sicherlich mit unseren Fragen zum Sternengrund helfen, während wir uns auf nach Tavnir machen. Hat es denn überhaupt Sinn, eine Expedition in den Turm durchzuführen? Arenwalds und Fordolas Erkenntnisse schienen mir ziemlich eindeutig. Den Gefangenen Amal-Jar konnte nicht geholfen werden und ihr Eindringen wurde mit der erzwungenen Beschwörung Luna Ifrits beantwortet. Ist die Existenz eines solchen Abwehrmechanismus nicht genau der Schlüssel? Jeder Versuch, die Gefangenen zu befreien, würde ihren Tod bedeuten. Damit ist jeder direkte Eingriff zum Scheitern verurteilt. Warum also sollte man ein Abwehrsystem benötigen, um dies zu verhindern? Oder anders ausgedrückt, es muss einen Weg geben, die Gefangenen unbeschadet aus dem Turm zu bergen. Und die Vorrichtung dient nur dazu, Eindringlinge abzuschrecken. Diese Türme sind alle an verschiedenen Orten, aber zur gleichen Zeit aufgetaucht. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sie magischer Natur sind. Was wiederum bedeutet, dass sie an eine Art Katalysator oder Ritual gekoppelt sind. Einen Kern sozusagen, der sich im Inneren eines jeden Turms befindet und ihn aufrechterhält. Gelingt uns die Zerstörung dieses Kerns, sollte mit ihm der ganze Turm verschwinden und jegliche Gefangene somit freigeben. Ganz genau. Es ist nur eine Theorie. Aber immer noch besser, als uns komplett ziellos in eine neue Expedition zu werfen. Meint ihr nicht? Wenn Ishtola recht behalten sollte, werden wir uns auf einen Kampf gefasst machen müssen. Bis zum Kern kommen wir ja ganz sicher nicht, ohne diesen Schutzmechanismus auszulösen. Taucht ein Primai auf, bleibt uns nur eine Option. Aber auch wenn wir siegen, würde eine Beschwörung der nächsten folgen. Das zehrt heftig an den Kräften der Gefangenen. In dem Fall sollten wir uns wohl aufteilen. Urianger, Krile, Ishtola und meine Wenigkeit sind erfahrene Heiler. Zu viert können wir den Gefangenen Kraft spenden, wenn sie die Beschwörungen durchführen müssen. Der Rest nimmt sich der Suche nach dem Kern an. Natürlich, verschwinden. Ganz genau. Ihr braucht schließlich einen Heiler an eurer Seite, sollte es zu einem Kampf mit einem Primai kommen. Da hat er recht. Und keine Angst, ich bin mit den Künsten des Weisen inzwischen bestens vertraut. Ich werde euch im Gefecht stets den nötigen Schutz bieten können. Damit wäre alles geklärt. Ich werde mit Razzatan in Kontakt treten und sie über unser Vorhaben informieren. Treffen wir uns vor Ort, sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Der Stützpunkt des Himmelsheers, nahe der Hamsa-Weide, bietet einen guten Ausblick auf den Turm, soweit ich mich erinnere. Sehr gut. Dann soll dies unser Treffpunkt sein. Zögert nicht, den Ätheriten der Konfluenz zu nutzen. Es mag nicht das angenehmste Reisemittel sein, aber mit keinem seid ihr schneller. Thank you.
Alice zur Stelle. Allzeit bereit. Thank you.
Mission. Das ist für dich. Flieg.
zu Spaß. Thank you.
alles in Ordnung? Wir haben die Gefangenen mit all unseren Kräften geheilt. Da mit einer neuerlichen Beschwörung im Moment nicht zu rechnen ist, wollten wir euch hier Rückendeckung geben. Die unteren Ebenen kamen mir schon schaurig vor, aber sie waren kein Vergleich zu hier. Mir ist, als zerre ein zäher Ätherstrom an meinen Gliedern. Mir geht es ähnlich. Ich vermute, dass wir uns im Herzen des Turms befinden. Wenn dem so wäre, dann... Ich sehe ihn. Den Äther, der aus den Adern des Planeten gesogen wird. Immer weiter hinauf. Hin zu einem einzelnen Punkt. Dies hier ist der Kern. Es besteht kein Zweifel. Aber irgendetwas stimmt nicht. Der Turm von Sod ist zwar gewaltig, aber die enorme Menge an abgesaugten Äther steht in keinem Verhältnis zu seiner Größe. Es scheint fast, als würde der Kern selbst seine Energie absorbieren. Ich muss tiefer blicken. Irgendetwas liegt dahinter. Was ist das bloß? Füße? Von einer Person? Sollen wir das Ding jetzt zerstören oder nicht? Ja. Ja, ich denke schon. Wenn du uns die Ehre erweisen würdest? Damit sollten hoffentlich alle... Als magisches Konstrukt ist der Turm unweigerlich auf seinen Kern angewiesen und wird somit nun selbst vergehen. Was? Und was soll aus den Gefangenen werden? Das ist gar nicht gut. Der Äther fließt zurück und zwar ungebremst. Haltet euch fest! Levitas! Was? Was ist passiert? Wo sind wir? Wir sind zweifelsohne auf der Insel, auf der bis eben noch der Turm von Sod gestanden hat. Nur ist dieser wohl spurlos verschwunden. Und wir sind gänzlich unverletzt? Raha, ist es wohl gerade noch gelungen, einen mächtigen Levitationszauber zu wirken? Der muss aber wirklich gigantisch gewesen sein. Das erklärt, warum niemand größeren Schaden davongetragen hat.
Also stellt sich jetzt die Frage, was wir mit den armen Seelen machen, die bis eben noch im Turm gefangen waren. Äußerlich scheinen sie vielleicht unverletzt. Aber den Ätherausbrüchen des Turms waren sie dennoch ausgesetzt. Das kann nicht gesund sein. Ich versuch's mal mit Angel. Normalerweise würde ich dich in deinem Eifer bestärken, Alize. Aber so viele Leute kriegst nicht einmal du alleine geheilt. Wir bitten die Stadtstaaten um Unterstützung. Sie sollen ihre Quixis schicken und die Magier Razzatans können dann mit der Heilung helfen. Da seid ihr ja! Ich sah den Turm ganz plötzlich verschwinden. Sagt, was ist denn nur geschehen? Die Gefahr ist gebannt und die gefangenen Seelen befreit. Doch bedarf es zahlreicher Heiler und ausreichend Platz, um auf die Rettung nun auch eine Genesung folgen zu lassen. Verstanden. Ich werde sofort die nötigen Schritte veranlassen. Fürs Erste müssen sie geborgen und nach Razzatan gebracht werden. Thank you.
Oh, habt ihr auf uns gewartet? In dem Fall, Entschuldigung für die Verspätung. Wie ich sehe, sind alle unbeschadet und wieder bei Kräften. Dank eurer Bemühungen zweifelsohne. Die Tinkturen von Rasatans Alchemisten sind wahrlich einzigartig. Bitte, da gibt es nichts zu beschönigen. Irgendwann gewöhnt man sich an den Geschmack. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass ihr nie wieder in den fragwürdigen Genuss kommen werdet. Ich bin endlos erleichtert, dass niemandem etwas zugestoßen ist. Ehren
wird der Bund der Morgenröte. Lasst mich abermals meinen Dank aussprechen. Ihr konntet den Gefahren des Turmes trotzen, ihn gar auslöschen und die Gefangenen erretten. Nicht nur das. Ihr habt ihre Seelen auch von dem Fluch befreit, der auf ihnen lastete. Worte vermögen schwerlich zu beschreiben, welch bemerkenswerte Tat ihr vollbracht habt. Es beschämt mich, euch im Ausgleich nicht viel mehr als die Seelenwächter bieten zu können. Dafür soll euer Bedarf um das Hundertfache gedeckt sein. Der Dank Razzatans ist euch auf ewig gewiss. Überall im Land arbeiten die Alchemisten ununterbrochen an der Synthese der Talismane. Aus jeder Ecke Tafnäers werden sie zum Tiegel von Alchimia gebracht. Bitte lasst euch dort angemessen honorieren, ehe ihr weiterreist. Auch wir danken euch zutiefst. Die Kunstfertigkeit und das Geschick Razzatans wird ein erheblicher Vorteil in den Schlachten sein, die noch vor uns liegen. Es beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Aber das sind doch eure Schuppen, oder nicht? Ihr müsst schreckliche Schmerzen haben. Verglichen mit dem, was dieses Land und seine Leute ertragen müssen, ist mein Schmerz nur ein kleiner Preis. Die Wirren des Drachenkrieges haben mir gezeigt, wie komplex die Beziehungen zwischen Drachen und Sterblichen sind. Und gerade ihr, einer der 7 hohen Drachen. Eure Geschichte mag eine andere sein, doch wie viele Tragödien habt ihr miterlebt? Wie viel Leid schon ertragen müssen? Und dennoch habt ihr uns, die Sterblichen, nie aufgegeben. Als jener Krieg seinen blutigen Anfang nahm, weilte ich bereits unter den Kindern Razzatans. In der Ferne mögen scharfe Speere durch Schuppen und zornige Klauen in weiches Fleisch bohren. Doch wie könnte ich jene hassen, die mir Tag für Tag mit einem Lächeln begegnen? Letztlich vermochte mich nicht einmal der Zorn meines eigenen Bruders zu berühren. Ich harrte hier, stumm, regungslos und verzweifelt darauf hoffend, dass mein Vermächtnis überdauert. Magistrat, ihr strebt nach Frieden, nicht wahr? Gestattet mir noch eine Frage. Das Ziel der Teloforoi ist die Herbeiführung der letzten Tage. Eben jenes Ereignis, das kurz vor der Spaltung des Ursprungs in 14 Welten stattgefunden hat. Als hoher Drache könnt ihr auf ein langes Leben zurückblicken. Wisst ihr etwas über diese Katastrophe? Es schmerzt mich, euch enttäuschen zu müssen. Als unser Vater vor dem Krieg floh, der seine Heimat plagte, waren wir Kinder lediglich Eier in seiner Obhut. Als er diesen Stern fand, war er bereits gespalten. So erzählte man es mir. Mein Vater selbst kann von diesem Ereignis demnach keinerlei Kenntnis haben, sofern Heidelin es ihm nicht zugetragen hat. Verstehe. In dem Fall bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als weiterhin bei ihr nach Antworten zu suchen. Ihr gedenkt, den Willen des Planeten selbst zu ergründen? So kann ich euch doch behilflich sein. Vor langer Zeit, als ich selbst erst wenige Jahre zählte und nicht mehr als ein Welpe war, fragte ich meinen Vater, weshalb er gerade diesen Stern zu unserer Heimat erkoren habe. Und Midgard Sommer sprach, denn dies ist die letzte Hoffnung, die verbleibt. Solange Heidelin standhält, steht auch den Drachen eine Zukunft offen. Er wählte seine Worte mit Bedacht, und ich entsinne mich noch heute ihres ernsten Tones. Doch ihre Bedeutung blieb mir verborgen.
Verschließt sich jene Wahrheit auch vor mir, so steht eine Sache doch ohne Zweifel. Welcherlei Absichten Heidelin auch hegt, mein Vater schenkt ihr sein volles Vertrauen. Ich danke euch für diese wertvollen Einblicke. Wir werden sie im Herzen tragen, bis auch die letzte Schlacht geschlagen ist. Wo wir schon von Schlachten sprechen, wenn alle Fragen geklärt sind, sollten wir unsere Seelenwächter abholen und weiterziehen. Der Feind schläft schließlich nicht. Wenn ihr uns nun entschuldigen würdet, zögert jedoch nicht, erneut Kontakt mit uns aufzunehmen, wenn ihr Unterstützung benötigt. Einen Moment noch, bitte. Mein Vater sprach von jemandem, der seines Respekts würdig ist. Eine Heldin. Das seid ihr, nicht wahr? Also doch. Mir wurden vielerlei Gerüchte zugetragen, sowohl aus sterblichem Munde als auch aus den Kreisen meiner Geschwister. Mir gefällt der Gedanke, dass mein Vater einen Pakt mit einer Sterblichen eingegangen ist. Und doch lastet der Schatten der Sorge auf mir. Dies ist nur mein Eindruck, aber das Wechselspiel von Macht und Schicksal scheint dich auf all deinen Wegen beständig zu begleiten. Das ist Segen und Fluch zugleich. Doch die Wogen der Bestimmung werden dir keinen Frieden lassen. Sie zeigen sich als eine Herausforderung nach der anderen und stellen dich wieder und wieder auf die Probe. Und vergiss dabei nie deine Gefährten. Wie oft schon wurden sie im Feuersturm deiner Taten verschlungen. Willst du diesen Weg fortsetzen? So schütze sie, bewahre sie. Denn irgendwann wird die Flamme der Freundschaft zu einem Fanal der Stärke und der Hoffnung wachsen. Es steht mir wohl nicht an, über derlei Dinge zu sprechen, verbringe ich meine Tage doch im Verborgenen. Doch vermag ich nicht zu zählen, wie oft ich meine Brüder und Schwestern trotz ihrer unbändigen Macht mit tiefem Leid ringen sah. So bitte ich dich, hier und heute, gib nicht auf. Lasse das Leid zu deiner Stärke gedeihen und schütze all jene, die dir am Herzen liegen. Verzeiht die Störung. Ihr seid noch mitten im Gespräch, nicht wahr? Wir wollten nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Du bist noch nicht nachgekommen. Bitte verzeiht meine Redseligkeit. Ich lasse eure Heldin alsbald ziehen. Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen, dass dich nach der Schlacht das Lächeln derer erwartet, die du mit Leib und Seele zu schützen strebst.